wenn wir den Titel der heutigen Lecture nehmen, dann klingt es wie ein Horrorfilm. Oder wie die Parodie eines Horrorfilms, wie ich zum Alien wurde. Um es gleich zuzugeben, als ich diesen Gedanken dachte, hatte ich tatsächlich einen Film vor Augen, den ich irgendwann als junger ein Teen gesehen haben musste und der merkwürdigerweise in vielen Variationen später zu einer Form des Albtraums geworden ist, der mich merkwürdig heimgesucht hat. Was ist der Film? Das ist Don Siegels Invasion of the Body Snatchers. Also, ich glaube, die deutsche Übersetzung heißt Die Körperfresser kommen. Der Body Snatcher ist eben auch der Leichenschänder. Bei diesem Film geht es darum, dass ein junger Arzt in seiner Heimatstadt nach Kalifornien zurückkommt und merkwürdige Dinge in seiner Praxis bemerkt. Beispielsweise kommt da ein etwas älteres Ehepaar und die Frau sagt, der Mann, der neben ihr steht und der aussieht wie ihr Mann, der junge Arzt kennt ihn, das ist nicht mehr mein Mann. Das ist, der sieht zwar so aus, aber ist nicht mehr mein Mann. Einige Tage später sieht der Arzt dieses Paar auf der Straße und erkundigt sich, wie es so geht. Und sie sagen, alles cool, alles bestens, aber es ist genau dies. Alles cool, es hat sich eine kommunikative Eishaut um dieses Paar gelegt, eine Art von Nicht-Eindringen-Lassen des anderen, ein Mangel an Empathie, eine emotionale Entkernung. Und genau das beobachtet der Arzt bei seinen Patienten. Die fühlen sich merkwürdig Android an im Laufe der Zeit. Eines Tages wird er in eine Wohnung gerufen, da durchleidet jemand, ich glaube eine junge Frau, einen Fieberanfall, liegt oben im Bett. Und er schöpft einen Verdacht. Ein Verdacht, der sich schon durch viele Beobachtungen genährt hat. Und dann schleicht er sich in den Keller dieses Hauses und entdeckt eigentlich des Rätsels Lösung. Da liegt in einem sargähnlichen offenen Behälter liegt eine große Bohnenart, eine Megabohne. Und in dieser Bohne erkennt man, noch amorph, aber deutlich sichtbar, die Züge der Person, die dort oben ihren Fieberanfall durchleitet. Das Rätsel ist Lösung. Da unten wird also ein Double herangezüchtet, das irgendwann den Platz dieses Menschen dort oben, der verscheiden wird, einnehmen wird. Der Hintergrund: Es hat so etwas wie eine marsianische Invasion gegeben, eine fremde Spezies ist gekommen und bemächtigt sich jetzt also der Seelen der Menschen, indem sie sich ihre Körper aneignen durch diese Bohnenart. Und also als apokalyptisches Bild 50er Jahre McCarthy sieht man an irgendeinem Punkt des Films, wie draußen dieser Stadt, die schon von diesen Marsianern übernommen worden ist, sich Lastwagen formieren und Bohnen, diese Riesenbohnen, die dann die Container werden für alle weiteren Menschen, die so quasi von den Body Snatchers heimgesucht werden, verladen. Das ist also der Film. Und unter diesem Gesichtspunkt macht der Titel natürlich, bekommt der Titel eine ganz besonders merkwürdige Drehung. Warum sollte man sich einverstanden erklären, sich gewissermaßen zum Mutanten degenerieren zu lassen? Wieso sollte ich es gut finden, zum Alien zu werden? Das Geniale an Don Siegels Invasion of the Body Snatchers ist natürlich, dass er so etwas wie eine oszillierende Zwischenzone etabliert, bei dem man nie sicher sein kann. Ist das, was man sieht, Sein oder Schein? Tritt man einem Menschen gegenüber oder einem Mutanten? Alte philosophische Problematik schon vom Sophisten Gorgias in die Welt gebracht, also die Möglichkeit, dass die Menschen in einer Blase, in einem Phantasma leben. Nun, die Gesellschaft hat sich relativ gut gegen diese Metaphysik und auch den Einbruch der Religionen wehren können. Und womit? Indem sie erste Dinge in die Welt gebracht hat, die das einhegen. Also wenn wir von der Realität sprechen, machen wir das in der Regel, indem wir auf einen Naturbegriff, auf
Unbeschafftes, Messbare, messbarer Natur rekurrieren. Das nennen wir Realität. Und wenn wir das philosophisch adeln, machen wir ein Realitätsprinzip daraus. Und das ist ein gewisser Vorteil, schon auch Menschenwerk, also zum Beispiel den Kapitalismus subsumieren kann, der gewissermaßen als eine Form der natürlichen Ordnung erscheinen mag. Auf diese Art und Weise ist es der Gesellschaft, der abendländischen Zivilisation namentlich gelungen, eigentlich sich der metaphysischen Versuchung gegenüber zu wehren. Es ist zu dem gekommen, was Max Weber die Entzauberung der Welt genannt, also die Reinigung unseres Denkens von Geistern, Naturgottheiten und dergleichen. Wir sprechen, wenn wir von der Welt sprechen, zur Sache. Das ist die Logik. Wir sprechen zur Sache, das ist unser Common Ground, das ist unser Realitätsprinzip. Nun, wenn man genau hinschaut, müsste man schon fragen, was sind denn diese ersten Dinge? Wie können wir sicher sein, dass wir mit unserer Natur nicht eine klandestine Metaphysik uns einhandeln, dass Realität Realität ist. Und an dieser Stelle sehen wir, dass sich ein sonderbarer Nebel ausbreitet. Das wird selbst in unserer heutigen Data-Driven Society sichtbar. Nicht nur, dass der Informationsbegriff vollkommen dunkel ist, auch der Begriff des Datums. Datum war bis zum frühen 18. Jahrhundert das, was von den Göttern gesetzt und von der Mathematik vorgegeben war. Also die ersten Dinge, die a priori, nach denen man nicht weiter fragen kann. Im Laufe des 18. Jahrhunderts, als man dann zunehmend Messungen und dergleichen vornahm, wurde Datum zu dem, was man messen kann. Also Datum und Faktum. Die Faktizität der Welt war ein Datum. Das wurde zu einer sozialen Praxis, das wurde gleichbedeutend. Heute in den Zeiten von Big Data erleben wir eine abermalige Verwandlung des Datenbegriffs. Ein Datum ist das, was überwunden werden soll. Kennen Sie von Ihrer Fitness-App? Sie haben einen gewissen Ist-Zustand, der misst, wie Sie gerade drauf sind. Sie wollen besser werden, Sie wollen irgendwie drüber hinaus. Daten sind also das, was überwunden werden soll. Oder was man mit Hilfe von Machine Learning-Algorithmen oder AI gewissermaßen der Maschine überantwortet und auf diese Art und Weise den Menschen davon überhaupt freisetzt. Nun, das ist dieser Nebel, der unsere ersten Dinge umhüllt, betrifft nicht nur die je letzte Technologie, könnte man noch verstehen, sondern sie lässt sich also auch in der Vergangenheit beobachten. Ich habe das in meinem Denken, und damit begann eigentlich mein theoretisches Nachfragen, beobachtet, als ich danach gefragt habe, wie Descartes sein mechanistisches Weltbild inauguriert. Also, was ist Descartes erstes Ding? Wie kann es sicher sein, dass damit die Natur wirklich adäquat gefasst ist? Wir schauen uns das an und sehen, das ist relativ einfach zu beantworten. Das ist der Räderwerkautomat, die Maschine. Descartes subsumiert gewissermaßen die ganze Natur darunter. Deshalb kann er behaupten, dass Tiere eigentlich natürliche Automaten sind, dass das Herz schlägt wie eine Uhr und dergleichen. Einzige Ausnahme ist sozusagen der Clockmaker, der irgendwie mit irgendwas Besonderem begabt ist, mit einer res cogitans, einer quasi göttlichen Gabe, dem Denken, diese Maschine so und anders zu konfigurieren. Okay. Wir würden nun annehmen, dass diese Maschine, die zum ersten Ding bei Descartes wird, irgendwo in zeitlicher Nähe seines Denkens in die Welt gebracht worden ist. Spätestens im Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Was für eine Überraschung, wenn man sich klar machen muss, dass diese Maschine schon im 12. Jahrhundert in das Denken Europas eingeschlagen ist. Spätestens aber im frühen 13. Jahrhundert. Als es in Köln dann schon einen Uhrmacher Gasse gibt. Was ist das? Wir haben es mit einem Ding ohne Denker zu tun, offenbar einem Cartesianer avant la lettre oder andersherum. Descartes verspätet sich gleich um mehrere Jahrhunderte. Was uns zurück in diesen Horrorfilm von Don Siegel bringt. Offenbar gibt es irgendwie eine merkwürdige Invasion der Body Snatcher. Die Gesellschaft kodiert sich um und eines Tages mit
großer, großer Verspätung, als gewissermaßen der Triumph der Maschine nicht zu leugnen ist, kommt jemand und sagt, das ist unser Realitätsprinzip. Und erstaunlicherweise geht es einher mit einer Selbsttäuschung. Descartes gibt die Maschine, die doch Menschenwerk ist, erwiesenermaßen, als eine Art von kosmologischer Himmelsmaschine aus. Er macht sie gewissermaßen zum Weltprinzip und damit zu einer clandestinen, verborgenen Metaphysik. Im Grunde haben Sie es hier mit der Conclusio meines Denkens zu tun. Alle großen symbolischen Maschinen, alle ersten Dinge liegen in einem sonderbaren Nebel. Und hier liegt eine clandestine Form der Metaphysik. Um das einmal kurz an einem ganz konkreten Beispiel vorzuführen, wie das letztlich aussieht, zitiere ich die ersten Sätze, die Thomas Hobbes seiner Naturphilosophie beigegeben hat. Thomas Hobbes, also Zeitgenosse von Descartes, schreibt da: Die Philosophie der Natur werden wir am besten mit der Privation beginnen, das heißt der Idee einer allgemeinen Weltvernichtung. Was? Eine allgemeine Weltvernichtung sollte die Naturphilosophie anheben lassen? Was ist denn damit gemeint? Nun, im Grunde verhält sich Thomas Hobbes gar nicht viel anders als beispielsweise Steve Jobs, der diesen wunderbaren Satz geprägt hat: Der Computer ist die Lösung, was wir brauchen ist das Problem. Offenbar geht hier, das ist anders als unser Denken üblicherweise läuft, die Lösung der Frage voraus. Als Thomas Hobbes also diese Sätze schreibt, und das ist der Grund, weshalb er sein Weltvernichtungsprogramm auf den Weg bringen kann, hat er die Lösung schon parat. Und das ist genau die gleiche Lösung, die auch sein Zeitgenosse Descartes hat. Er ist überzeugt, dass die Natur eine mechanistische Ordnung ist und dass alles nach der Logik eines Räderwerkautomaten funktioniert. Nebenbei auch sein Mortal God, der Leviathan, ist als Räderwerkautomat konzipiert. Nun, Thomas Hobbes hat diese Art von Denken nicht in die Welt gesetzt. Das ist etwas, was sich tief in der DNA des europäischen Denkens letztlich wiederfindet. Und wir können weit zurückgehen. Bis hin eben zu den griechischen Naturphilosophen, die eben diese neue Form des materialistischen Denkens in die Welt gebracht haben. Was genau ist denn das Wort eigentlich, auf das, wir fragen wieder nach den ersten Dingen, das die Naturphilosophen benutzt haben, wenn sie sich auf Wasser, Wind, Erde, Luft und dergleichen bezogen haben, auf die Elemente? Sie haben von den Stoicheia gesprochen. Stoichos ist das Element. Das ist übrigens der Titel, den auch Euklid seinen Elementen gegeben hat. Dann sehen wir, in der Mathematik ist das alles schon vollendet gereinigt. Aber Stoichos ist eben auch der Begriff, der benutzt wird, um die einzelnen Lettern des Alphabets zu markieren. Die Conditio sine qua non, die den griechischen Naturphilosophen erlaubt, Naturphilosophie zu betreiben, ist das Alphabet. Wir könnten also sagen, das, was wir Natur nennen, ist ein Symptom der Maschine. Und diese Maschine erlaubt ganz genau das, was Hobbes das Weltvernichtungsprogramm genannt hat. Und das genau ist die Bedeutung, die die Griechen dem Wort Mechane beigelegt haben, das heißt List. Betrug an der Natur. Also jetzt können Sie protestieren und sagen, sorry, was hat das Alphabet mit dem Hobbeschen Weltvernichtungsprogramm zu schaffen? Machen wir es kurz und schmerzhaft. Sie kennen dieses Zeichen? Okay, das ist ein A, aber erstaunlicherweise irgendwie auf den Kopf gestellt, also in jenen Zustand gebracht, der eigentlich unserer Zeichenrevolution vorausgeht. Und dieses A, Aleph, bedeutet noch etwas ganz anderes. Wir sehen hier ein Bild, das Bild eines Tiers. Sie sehen die beiden Hörnchen, denken sich Augen hinzu. Und was haben Sie? Einen Ochsen im Joch. Das ist die Bedeutung des Aleph-Zeichens, so etwa zur phönizischen Zeit 1200 vor Christus.
Es ist vollkommen klar, mit einem solchen Zeichen, das noch kein Element geworden ist, also zum ersten Ding, sondern das weltverhaftet ist, können Sie keine Philosophie betreiben. Wenn Sie immerfort den Ochsen herausdenken müssen, was hat ein Ochse mit Wasser, Wind und dergleichen zu tun? Sie können sich hier kein X für ein U vormachen, Sie können keine Algebra betreiben, Sie sehen immerfort dieses Bild. Damit das funktioniert, damit man sich ein X für ein U vormachen kann, Algebra betreiben und von ursprünglichen Elementen reden kann, muss also der Verweischarakter zur Welt gekappt werden. Das Zeichen muss gewissermaßen seines Weltanteils verlustig gehen. Das ist die Conditio sine qua non. Und genau das ist nichts anderes als das, was Thomas Hobbes ein Weltvernichtungsprogramm genannt hat und was ich nennen würde eine sozusagen kategoriale Entfremdung, ein Alien-Charakter, wenn Sie so wollen. Das heißt, wenn wir von Identität sprechen, es ist die Identität des alphabetischen Zeichens, streng genommen Alterität. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Logik, historisch genommen. Der Logik geht die Antilogike Techne, die Kunst des Widerspruchs heraus. Und die ist gegen den Kosmos gerichtet, also gegen die Idee, dass irgendwo Naturgottheiten und dergleichen, Gaia, wie wir das vielleicht heute sagen, irgendwo hier noch eine Rolle spielen. Das Programm der Naturphilosophie ist Weltvernichtung. Sie können meinen Vortragstitel als Memento einer grundsätzlichen Entfremdungsoperation auffassen. Eine Entfremdungsoperation, die nötig ist, damit wir sowas wie Natur, Realität und Realitätsprinzip überhaupt erst ins Feld führen können. In diesem Sinn stehe ich gar nicht alleine da, also wie ich zum Alien würde, sondern das nimmt Sie gleich mit ins Boot. Das betrifft genauso auch Sie, denn auch Sie sind dieser Entfremdungsoperation unterworfen. Also einer grundsätzlichen Weltfremdheit. Nietzsche hat in seiner Fröhlichen Wissenschaft eine ganz tiefe Einsicht in diese phantasmatische Konstitution unserer selbst bewiesen. Da hat er gesagt, der Mensch ist durch seine Irrtümer erzogen worden. Erstens sah er sich immer als unvollständig. Zweitens legte er sich erdichtete Eigenschaften zu. Drittens stellte er sich in eine falsche Rangfolge zu Tier und Natur, also Anthropozentrismus. Viertens erfand er immer neue Gütertafeln, nahm sie als ewig und unbedingt, sodass bei jener menschliche Trieb in der höchsten Schätzung stand und demgemäß veredelt wurde. Rechnet man diese vier Irrtümer weg, so hat man auch Humanität, Menschlichkeit und Menschenwürde weggerechnet. Was Nietzsche damit sagt, ist, dass wir offenbar in einem konstitutionell phantasmatischen Gesellschaftskostüm stecken. Ich habe ein Antidot gegen diese etwas schlichte Verwendung materialistischer Prinzipien wie Natur, Realität und dergleichen, eine Gegenformel gefunden, die da lautet, die Kultur ist eine Engelmacherin. Das heißt, wir treiben unmittelbare Natur ab, um sie in gewisser Hinsicht in veredelter, imaginärer Form widerstehen zu lassen. Letztlich das, was Thomas Hobbes sagt, wenn er von seinem Weltvernichtungsprogramm spricht. Okay, können Sie sagen, also wenn ich dann doch so wunderbar gefahren bin mit diesem Phantasma, warum sollte ich mich mit den ersten Dingen herumschlagen? So Zeitvergeudung, die Naturwissenschaft, wunderbare Resultate und solche Dinge wie Menschenwürde haben es mit sich gebracht, dass wir gewissermaßen die Aggressivität unserer Mitmenschen zumindest in Teilen einzuhegen vermocht haben. Ist doch alles wunderbar. Ich würde ja zustimmen. Ich bin durchaus nicht der Meinung, dass diese Phantasmata nur negativer, also entfremdender Natur sind. Allerdings gibt es bestimmte Fragen und da springt also auch die nietzscheanische Philosophie etwas zu kurz. Wenn Nietzsche davon spricht, dass die Menschen Gütertafeln erfinden,
phänomenologisch durchaus eine präzise Beschreibung. So ist doch die Frage zu stellen, wer macht das? Kann ich das individuell machen? Wie setzt sich das durch? Gibt es ein Survival of the Fittest? Wir sehen also, dass diese Akte gar nicht so sehr individueller Natur sind, sondern dass die Menschen sich an einer kollektiven, symbolischen Ordnung orientieren. Das hat Adorno vorgeschwebt, als er den Begriff des universalen Verblendungszusammenhangs formuliert hat. Nimmt das Wunder eine universale Maschine, die die Menschen in ein Phantasma hineinführt, stiftet einen universalen Verblendungszusammenhang. Und dieser Verblendungszusammenhang muss nicht durchweg negativer Natur sein. Wenn Sie beispielsweise heute Ihre Dienste einander gegenüber nicht im Do, Des, sondern im Euro oder Dollar aushandeln, warum könnte ich Sie fragen, warum nehmen Sie nicht einen Burkhard? Das ist eine sehr verlässliche Währung und ist weniger volatil vielleicht als die EZB, die heute das Geld nur noch mit einem Negativzins, also das Geschenk, an den Mann bringen kann. Die Antwort ist natürlich ganz einfach. Sie richten sich nicht an einer individuellen Wahl aus, sondern sie richten sich an einer kollektiven, symbolischen Ordnung aus. Genau das ist das. Das Phantasma wirkt, weil es zu einer kollektiven Ordnung geworden ist. Geld wirkt, weil es eine kollektive Glaubensordnung ist, ein irdisches, säkularisiertes Kreditwesen. Nun, hier geraten wir in ein tiefes Wasser hinein. Denn wir können die ganz einfache Frage stellen, und das ist keine abstrakte, erfundene Frage, sondern eine präzise Beschreibung der historischen Situation, in der wir uns befinden. Was passiert eigentlich, wenn eine symbolische Ordnung, die bislang gegolten hat, das mechanistische Weltbild, sich wandelt und einer neuen symbolischen Ordnung Platz macht? Urplötzlich klafft zwischen diesen beiden Welten eine Lücke auf und wir sind genötigt, ein altes Gesellschaftskostüm abzustreifen und ein neues Gesellschaftskostüm anzunehmen. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, weil plötzlich eine Gesellschaft in ihr kollektives Phantasma, in die phantasmatische Konstruktion der Gesellschaft hineinschauen muss. Wie ist die Antwort der meisten Menschen auf diese Herausforderung? Natürlich ein trotziges Nein, so wie bei dem Don Siegel-Film letztlich. Man sieht, dass die Marsianer kommen, Language is Virus from Outer Space, und man will sich natürlich seiner Menschlichkeit, dessen versichern, was man kennt, Identität. Also die Tradition wehrt sich gegen die Vereinnahmung durch eine Art von Alien-Rasse. Also werden sie behaupten, dass sie echt und unteilbar und analog sind und sie werden sagen, dass sie mit dieser digitalen Schweinkram-Welt, in der eigentlich nur Hass und Hetze gedeihen, nichts zu tun haben. Sie sagen, sie sind echt. Klar können sie das sagen, aber die Frage ist, bleiben sie deshalb unbeschadet? Ich glaube, die Antwort ist relativ simpel. Wir brauchen uns bloß anschauen, wie Menschen einander begegnen. Wenn man jemandem in den 80er Jahren gesagt hätte, dass möglicherweise der Beziehungsmarkt in 20, 30 Jahren durch eine Wisch- und Wegbewegung organisiert werden könne, das wäre eine bizarre Vorstellung gewesen. Heute ist es die Realität. Und eine Realität, die letztlich den unvermittelten Kontakt selbst zwischen den Geschlechtern problematisch macht. Erzählt mir ein junger Mann, so quasi der in dieser Tinder-Welt sehr aktiv ist, dass eigentlich die unmittelbare Anmache nicht mehr funktioniert. Und warum nicht? Weil auf der Gegenseite sofort die Frage kommt, sag mal, lebt ihr unterm Stein? Weiß der eigentlich nicht, wie das heutzutage mit Tinder und dergleichen so läuft? Das heißt, dieses Moment der Entfremdung wird sie nolens volens erfassen. Und sie wird sie erfassen, da wo es um die ursprünglichsten Begehren geht. Anderes Beispiel, ich bin befreundet mit einem Schönheitschirurgen und der erzählt mir, dass es nicht selten passiert, dass da jemand zu ihm kommt mit einem
relativ nachvollziehbaren, aber wie gesagt, für klassische Verhältnisse doch sehr erstaunlichen Begehr, dass man eine Operation macht, um endlich seinem Profilbild ähnlich zu sehen. Nun, diese Notwendigkeit der Entfremdung ist nichts, was in der privaten Sphäre verbleibt. Sie kränkelt, und das ist die viel entscheidendere Nachricht, sie kränkelt natürlich auch die Institutionen unserer Gesellschaft an. Im Zeichen des Computers werden wir neu zusammenbuchstabieren müssen, was wir unter Kapital, unter Arbeit und unter einem Body Politic uns vorstellen wollen. Das heißt also, alles, was wir kennen und was uns tradiert ist, der Nationalstaat, das Arbeitsethos, das aus dem Mittelalter stammt, die Idee letztlich des Geldes als eines materiellen Wertes, der durch Gold gedeckt ist, das ist vorbei. Nur um Ihnen eine kleine Formel noch vor Augen zu führen, die ich ja schon mehrfach erwähnt habe, das Dilemma, das geistige Dilemma markiert. Nehmen Sie das Fundament unserer digitalen Ordnung, also die 0 und die 1. George Poole hat eben über diese beiden Formeln eine ganze Philosophie, wenn man so will, gebaut und diese beiden Formeln in eine Form der Gleichung gepackt, also 0 können Sie mit sich selbst multiplizieren, kommt immer 0 raus, eine 1 mit sich selbst, also immer die 1. Diese Formel lautet x ist gleich x hoch n. Wenn wir das übersetzen wollen, müssten wir sagen, das ist das Rambosche, je suis un autre, ich bin ein anderer, ich bin eine Population meiner selbst, ich bin überflüssig. Das heißt, die Alterität wird hier zum digitalen Erziehungsprogramm. Ich schaue mit den Augen der Maschine auf mich und begreife mich als Teil einer Kette, Teil einer Population, Teil einer Serie. Nun, wenn wir den geistigen Bruch des Computers, der mit dem Computer einhergeht, uns vor Augen halten, könnten wir sagen, dass er uns nötigt, in die Welt des Plus Intra hineinzugehen. Also nicht mehr Plus Ultra in der Welt der Materialität, sondern wir sind gewissermaßen genötigt, in die kleinsten Dinge einzusteigen, die Nanophysik. There's plenty of room at the bottom, hat Richard Feynman das genannt. Und in dieser Welt verändern sich unsere Koordinaten, und zwar grundlegend. Alles, was elektrifiziert werden kann, kann zur Schrift werden. Das heißt, unser Schriftbegriff, der früher so wunderbar getrennt war von der restlichen Welt, lautet anything. Ja? Was zur Schrift wird, verwandelt sich, geht in den Thesaurus ein. Es geht ein in das Museum der Arbeit. Und diese Arbeit kann jederzeit wieder hervorgehoben werden. Anytime. Anything, anytime. Und weil der Computer in Lichtgeschwindigkeit operiert, kann diese Arbeit, die ich hervorhole, das tote Kapital, kann an einem anderen Ort der Welt jederzeit abgespielt werden. Anything, anytime, anywhere. Allein diese kurze Beschreibung der epistemischen Verschiebung macht klar, dass ein Großteil unserer Institutionen diese Disruption nicht wird erleben und nicht wird überleben können. Hier liegt also eine ganz tiefe, tiefe Veränderung vor. Und ich glaube, dass ein Großteil des Unbehagens, das uns alle beschleicht, eben auch damit zu tun hat, dass wir noch nicht einmal in Ansätzen begonnen haben, diese Verschiebung zu diskutieren. Nehmen wir die Konsequenzen, buchstabieren wir durch, was bedeutet es eigentlich für mich, wenn ich damit konfrontiert werde, dass meine Identität nicht etwas ist, was ich selber wähle, also keine Ausstattungsidentität, die ich mir selbst reklamiere, sondern dass es eine Anordnung, eine Rangordnung ist, die mir von der Maschine zugewiesen ist. Das heißt zuallererst, dass meine Fragestellung sich umkehren müsste, konsequenterweise.
Ich müsste nicht mehr danach fragen, was kann die Maschine für mich tun? Wo kann ich sie für mich nutzbar machen? Also man müsste umgekehrt fragen, was kann ich für die Maschine tun? Das ist im Grunde genommen nichts anderes als die Frage nach der universalen Maschine und das Ende der Medientheorie. Wenn wir die Maschine als Mittel, als Medium für unsere eigenen Bedürfnisse auffassen, dann benutzen wir sie als Hammer. So, wir sagen, sie ist im Grunde genommen nichts als ein Werkzeug. Aber genau das ist das, was ein Computer nicht ist. Ein Computer erschöpft sich nicht in dieser oder jener Finalität. Es ist eine universale Maschine und in diesem Sinn ein Raum, eine Werkstatt, in die wir eintreten. Das heißt, in dieser Werkstatt werden unsere Verhältnisse, unsere sozialen Verhältnisse neu konfiguriert. Der Punkt und die Aufforderung lautet, die damit verbunden ist, frag, was du für die Maschine tun kannst. Betrete diesen Raum. Geh hinein, setz dich diesem Moment der Fremdheit aus. Das bedeutet natürlich nichts anderes, als dass man Abschied nimmt, dass man das Gesellschaftskostüm, was man bisher erlernt hat und was man vielleicht auch hochschätzen mag, vielleicht beerdigen muss, abstreifen muss, dass man sich auf diese Metamorphose einlässt. Für mich, wie gesagt, sind all diese Gedanken, die ich zu Ihnen hier vorgetragen habe, nichts, was irgendwo aus einem abstrakten geistigen Raum herausgekommen ist, sind tatsächlich Produkte letztlich auch von ästhetischen Irritationen gewesen. Zu erleben, was es bedeutet, in einem Tonstudio zu stehen, von Maschinen, die zunehmend menschliche Kapazitäten wegnehmen, einen neuen Schriftbegriff zu erleben, dass im Computer nichts ist, was es nicht. Das heißt also, dass dieses Moment der Weltvernichtung die tiefste Einsicht ist, die man haben kann, wenn man diese Welt des Computers betritt. Dass ich die Welt nicht von dem aus betrachte, wie ich sie bislang gesehen habe, also von der Materialität, von der Natur aus, sondern quasi von dem Blickpunkt dieser Maschine aus, in der als Hauptgesetz lautet, nichts ist, was es ist und x ist gleich x hoch n und das, was darüber ist, das bist du.